Freunde, dann wollen wir mal. Wir sind immer bei dir, 96 Jahre alt.
mittlerweile zu Hause und ich denke mal, ihr wisst, wie meine Grundstimmung ist, wenn es um Hannover 96 geht. Sie ist beschissen. Wenn ihr übrigens, da bin ich ja momentan Experte drin, nochmal einen anderen wütenden Fußballfan sehen wollt, schaut beim True Jordy vorbei, denn was Newcastle heute abgerissen hat, ist auch nicht mehr feierlich gewesen. Nicht ganz so schlimm vielleicht wie Hannover, aber trotzdem schon alles andere als schön. Ihr merkt es trotzdem übrigens, ich erwähne ab und zu vor allem Top 10 und True Jordy. Warum? Weil mir die gefallen. Was mir nicht gefällt, ist Hannover. 3-0 gegen Hamburg. Gegen Hamburg. Also da kannst du verlieren, du kannst auch mal 3-0 verlieren. Aber gegen Hamburg doch nicht. 7 oder 6 Spiele in Folge. Nicht gegen die verloren zu Hause. Natürlich, es musste wieder eine Serie kommen, die reißt. So viele Serien die Saison gerissen. Tasmania Berlin, niemand war schlechter als wir. Niemand war länger auf dem letzten Tabellenplatz als wir in den letzten Jahren. Und wir schaffen es wieder. Und schaffen es, uns 3-0 zu blamieren. Man hätte mit dem 1-0 vom Platz gehen können. Aber nein, die Mannschaft muss auseinanderbrechen. Es ist einfach nur noch lächerlich. Was die da spielen, kannst du keinem mehr anbieten. Das ist kein Fußball, wie die Fans so schön gesungen haben. Ihr macht unseren Sport kaputt, weil das kann man als alles verkaufen, aber nicht als Fußball. Es ist sowas von lächerlich. Die Fans, die jede Woche ins Stadion gehen, die jede Woche sonst wie viele Kilometer fahren, um ihre Mannschaft anzufeuern, um sie zu sehen, um sie kämpfen zu sehen, werden jedes Mal wieder bitter enttäuscht. Es tut mir einfach wirklich nur noch leid für die ganzen Leute und für mich selber auch, weil ich nächste Woche nach Berlin fahre und ich werde auch in Berlin wahrscheinlich wieder eine Klatsche erleben und werde mich wieder darauf freuen und werde wieder sagen, ja, yeah, super, gegen ein Team, das normalerweise die gleichen Ausgangslage hatte, vor Saisonbeginn, wie wir. Ungefähr das Ähnliche. Ja, so viel anders sind die Kader gar nicht. Klar, Berlin hat ein bisschen bessere Trainer. Klar, Berlin hat ein bisschen bessere Manager, auch wenn Preetz umstritten ist. Klar, Berlin ist allgemein ein bisschen stärker, aber so viel stärker nicht. Genauso wenig wie Hamburg, aber trotzdem verlieren wir gegen die 3-0. Dabei ging es eigentlich ganz gut los. Die erste halbe Stunde konnte man sich wieder super angucken. Hannover hat gut nach vorne gespielt, hat ein paar Chancen gehabt. Auch wenn natürlich die besseren Chancen wieder bei Hamburg waren. Das ist gar keine Frage. Also die haben Sachen nicht reingemacht. Das ist eine, naja. Sie hätten auf jeden Fall in Führung gehen können. Aber Hannover auch. Hannover hatte Chancen. Almeida, Gülsiler. Und das war eine gute Aktion. Gülsiler im Allgemeinen. Gar keine schlechte Partie. Man verstehe nicht, warum der ausgepfiffen wird. Der reißt sich wenigstens den Arsch auf für euch Fans. Aber nein, die Fans müssen den auspfeifen. Während sie solche Leute wie beispielsweise Schalay nicht auspfeifen. Der absolut unfassbar schlecht ist. Ich weiß nicht, wo der bei Madrid ausgebildet wurde, aber es kann nicht beim Fußball gewesen sein. Es muss beim Basketball gewesen sein, weil so langsam und so unfassbar unbeweglich wie der ist und was für eine unfassbar schlechte Ballkontrolle, dem muss irgendwann verboten worden sein, Ball am Fuß zu führen. Es ist schrecklich. Auch ansonsten die Defensive, Schulz, Milosevic, naja, sie sind eingebrochen, sie waren aber an sich nicht so schlecht, Zakai hat ein gutes Spiel gemacht, Zorc, nach vorne ist alles gut, hinten stehen sie lächerlich und dann kommt das Mittelfeld und dann geht's absolut den Bach runter, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, Fossum, 18 Jahre alt, dafür spielt er alles andere als schlecht, Prip auf der anderen Seite, energisch, versucht es ab und zu mal, er schießt sogar, dazu kommen wir gleich nochmal, Kiyotake, ich habe so eine Wut langsam auf den Kerl. Bei der japanischen Nationalmannschaft kann das. Er wurde als Wunderheiler gepriesen. In der Hinserie noch so wunderbar gespielt. Mittlerweile traut er sich mal aufs Tor zu schießen. Warum nicht? Der hat gegen Hamburg sogar eine Hinrunde getroffen. Es war ein Elfmeter, aber ist doch egal. Einfach mal draufbolzen. Der Einzige, der das macht, ist Prip. Gülsiler ab und zu mal. Sakai in der zweiten Halbzeit, in der 80. Minute. Er hat aufs Tor geschossen. Das konnten die vorher nicht. Egal wie gut die Position ist, aus der du schießen kannst. Vollkommen scheißegal. Kiyota kriegt trotzdem nicht hin. Junge, dein Fuß ist dazu da, Tore zu schießen. Und nicht jedes Mal wieder nochmal querzulegen, woraus dann die Situation komplett verpufft. Oh, das ist wirklich so schrecklich, wenn man auch sieht, was ein Almeida und oh, vor allem Schalay. Bei Fossum verstehe ich vielleicht ab und zu mal, dass er nicht schießen will. Bei einem Prip, der schießt, okay, der schießt nicht gut, aber er versucht es. Bei einem Gülsiler, der schießt doll, nicht platziert, aber er schießt. Ein Kiyotake, ich weiß nicht, was der macht. Der so viele Chancen, die der einfach nur vertändelt, indem er nochmal querlegt. Ich verstehe, dass er vor allem vorlegen möchte und vorlegen kann. Aber das ist einfach scheiße. Dazu ein Schalay. Ich weiß nicht, was, wie gesagt, keine Ahnung, der muss im Basketball ausgebildet worden sein, weil Fußball ist nicht das, was der spielt. Das ist alles, aber kein vernünftiger Fußballer. Der wurde doch von Hoffenheim nur geschickt, um uns zu zerstören und wir lassen das auch noch zu, wir lassen den spielen. Warum wirft man da nicht einen Feierabend rein? Verpiss dich, du Mücke. Ein Feierabend, der ist jung, der ist energisch, man will den nicht verbrennen, kann ich verstehen, das ist genauso wie Anton. Aber trotzdem, da kann man den einwechseln, weil Schalay war einfach nur grottenschlecht. Bech hat's versucht, da kann man nichts gegen sagen, Bech war okay nach der Einwechslung. Aber das bringt uns alles nichts, wir verlieren trotzdem 3-0. So, Almeida, Schussversuche, ist in Ordnung. Gute Aktion gehabt, eine Flanke in der ersten Halbzeit, die fast gefährlich geworden wäre, weil er knapp am Tor vorbei. Der Typ, der ist alles in der Offensive, was wir haben. Wir haben nichts außer Almeida. Bech, wenn er eingewechselt wird. Aber sonst haben wir nur Almeida. Nur Almeida. Wir haben theoretisch einen Fossum, wir haben theoretisch einen Prip, wir haben theoretisch einen Kiyotake. Aber der bringt nichts, der leistet nichts. Null, nada, niente.
Und die Defensive, Leute, das 1 zu 0. Was, also, wie sie da den Schuss zulassen, ne? Die Ecke, okay, Zieler gut gehalten, die Ecke. Milosevic, wo? Wo ist dein Gegenspieler? Ich kann's dir sagen, am Ball und köpften rein. Ich habe echt viel von ihm gehalten. Er hat bis Bremen echt gut gespielt, aber seitdem, ich weiß nicht, die Defensive absolut katastrophal. Ich hab nichts. Und danach natürlich, dann brechen sie ein, dann gehen sie nicht nach vorne, dann machen sie nicht Druck. Nein, Scharf wechselt auch gar nicht, das ist ja Schwachsinn. Warum direkt irgendwie Stürmer reinwerfen? Nee, erstmal hinten sicher stehen. Ja, Hannover hinten sicher stehen, so sieht wie aus. Direkt der nächste Angriff, direkt auf der Grundlinie kann er lang spazieren. Nächstes Tor, natürlich Iličević. Wann hat Iličević das letzte Mal getroffen? Ich glaube in der Relegation. Und wenn es nicht genug wäre, nein, nächster Fehlpass, direkt 2 Minuten später und dann macht Müller noch ein Tor. Ja, wir erstärken sie wieder, warum auch nicht? Kleber, Iličević, Müller. Das sind Spieler, die nicht treffen. Lasogg hätte der noch getroffen, als er eingewechselt wurde. Ich hätte den Hamburgern das fast schon gegönnt. Die haben eine richtig geile Party da drüben gehabt. Eine wunderbare Party. Ihr wisst, ich habe keine großen Sympathien für Hamburg. Aber die Fans hatten Spaß. Die Fans haben sich vernünftig benommen. Die Fans waren cool drauf. Die Welle am Ende. Die ganze scheiß Südkurve. Das haben wir bei 96 seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Auswärts schon mal gar nicht. Und warum? Weil sie scheiße spielen. Weil sie sich den Arsch nicht aufreißen. Das ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Und da kann ich mir das nicht mehr schön saufen, weil ich fahren muss. Oh. Man kann eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ich bin nächste Woche in Berlin, davon gibt's einen Vlog, aber ich schwöre euch bei Gott, ich werde dazu auch noch einen Vlog machen, wie ich in Berlin chille. Ich bin mit Ron noch einen Tag später da. Und das wird, denke ich mal, cool. Ja, das wird chillig. Das Spiel wird eine Katastrophe, ich weiß es jetzt schon. Ich habe Hannover aufgegeben. Man könnte sich, ich habe auf Twitter geschrieben, ich werde auf Twitter übrigens wieder aktiver sein, man könnte sich würdevoll aus der Liga verabschieden. Nein, das ist zu stilvoll für Hannover. Oh, sie sollen Stendel holen und einfach mal scharf schon mal feuern. Vielleicht wäre das keine schlechte Idee. Ein Zweitligatrainer noch nicht, dann könntest du verbrennen. Wobei, bei Hannovers Missmanagement wäre das ja auch nichts Neues. Wie gesagt, Berlin wird schön. Ne? Ich habe mich damit abgefunden. Ich fahre dahin sowieso ohne Erwartungshaltung. Bin ich heute schon gegangen. Hab 3-1 getippt. Was bin ich eigentlich für ein naiver Spasti? Als ob die nochmal kämpfen würden. Natürlich nicht. Als ob die Tore schießen würden. Natürlich nicht. Ich habe mir irgendwann mal gehofft, Almeida, 5 Saisontore. Steht bei mir auf Transfermarkt im Profil. Am Arsch. Das Schlimme ist, ich bin nüchtern, ne? Muss man dazu sagen. Wenn ich jetzt irgendwie angetrunken wäre, glaub mir, dann wäre es noch schlimmer. Oh, wei, oh, wei. Naja, wie gesagt, Berlin gibt's nächste Woche einen Vlog zum Spiel und einen Vlog zum Wochenende. Der wird nämlich ganz chillig, denke ich mal. Beziehungsweise das wird ganz chillig. Das wird eine coole Zeit. Und wir lassen uns vor allem die Stimmung auch nicht vermiesen. Meine Stimmung ist zwar down, aber das wird nächste Woche nicht so sein, weil nächste Woche bin ich drauf eingestellt. Diese Woche war es noch so, weil es Hamburg war. Glückwunsch übrigens an den Hamburger. Wirklich. Von ganzem Herzen. Tobi ist Hamburg-Fan. Max, ein Kumpel von mir, ist auch Hamburg-Fan. Ich kenne viele Hamburger. Gar kein Problem. Vollkommen in Ordnung. Ja. Hamburg hat diese Saison immerhin das gemacht, was die letzten Saisons nicht gemacht haben, und zwar Fußball gespielt. Letzte Saisons war mir Hamburg, wie gesagt, total unsympathisch. Viel unsympathischer, als sie jetzt sind. Jetzt so langsam Aufwind. Klar, die haben immer noch diese Anleihensache und immer noch den Kühne und immer noch solche unsympathischen Spieler wie Lasogga, aber die hat irgendwie jeder Verein und von daher Hamburg, ich werde langsam neutraler denen gegenüber. Und das ist doch alles, was euch freut oder nicht. Das ist doch wunderbar. Das war's von diesem Video. Schreibt mal in die Kommentare. Wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.